Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Das ist schon so etwas wie moderner Bankraub, was sich die Täter einfallen ließen, die in der Landeshauptstadt mehrere Geldautomaten manipulierten. Vor den Schlitz, in den die EC-Karte gesteckt wurde, hatten sie ein Lesegerät geklebt und über dem Automaten, versteckt in einer Plasterschiene, eine Minikamera. Wenn jetzt unbedarfte Bankkunden Geld abheben wollten, wurden unbemerkt die Daten vom Magnetstreifen der Karte kopiert. Damit sind die Gangster schon einmal in der Lage, Rohlinge anzufertigen, mit denen sie problemlos per Lastschriftverfahren einkaufen können. Die geprellten Kontoinhaber merken das erst später, wenn sie ihren Kontoauszug abholen. Für die Täter ist natürlich Bargeld attraktiver als der Umweg über die Ware. Dazu benötigen sie wiederum die PIN und genau die erspäht die heimlich angebrachte Kamera. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Typen aus der Landeshauptstadt wurden geschnappt, weil ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes super reagiert und die Polizei auf die sich verdächtig verhaltenen Männer aufmerksam gemacht hat. Damit solche Typen keine Gelegenheit haben, ihr Konto leer zu räumen, sollten sie sich ruhig den Geldautomaten genauer anschauen und mal kräftig an dem Vorsatz vor dem Geldschlitz rütteln. Die angeklebten falschen Vorsätze fallen dann ziemlich schnell ab. Und damit keiner ihre PIN auskundschaften kann, halten sie immer schön beim Eintippen die Hand über die Tastatur. Alles klar? Na dann weiterhin ein gefahrloses Geldabheben.